Heute möchte ich euch wieder ein Börek-Rezept vorstellen, und zwar Börek mit Kürbisfüllung. Dieses Börek ist so lecker und so einfach zu machen und schmeckt so lecker nach Kürbis und ist richtig, richtig knusprig. Ihr müsst es einfach probieren. Es wird ganz einfach zubereitet mit Filo-Teigblättern, die man ja überall finden kann. Und man kann das dann so einfach mit der Gabel essen. Kalt oder warm ist egal, und dazu schmeckt selbstverständlich türkischer Tee. Für die Zubereitung brauchen wir als erstes einen Kürbis, und zwar nur die Hälfte. Und ich habe hier einen Butternut-Kürbis, aber ihr könnt auch jede andere Kürbisart benutzen. Eigentlich ist egal, welche Kürbisart. Aber Butternut-Kürbis passt eigentlich sehr gut zu diesem Rezept. Wir schälen erstmal diesen Kürbis und teilen in Stücke, und dann reiben wir einfach in grobe Stückchen unseren Kürbis. Zusätzlich brauchen wir noch eine Zwiebel, ein bis zwei Zwiebeln, also je nachdem, wie groß eure Zwiebel ist, also eine mittlere Zwiebel reicht vollkommen. Diese wird gehackt und in der Pfanne und mit Olivenöl erstmal kurz angebraten. Wenn die Zwiebeln richtig schön angebraten sind, kommen die geriebenen Kürbisstückchen hinein. Und diese werden mit angebraten, ein paar Minuten. Dazu kommen jetzt die Gewürze, Kumin, Pfeffer, Salz und etwas Zimt. Also wer nicht so viel Zimtgeschmack mag, kann auch weglassen, aber ich finde, das passt sehr gut dazu. Also nur ein Hauch von Zimt. Und es ergibt so ein bisschen schönen orientalischen Geschmack. So, und dann mit anbraten, kurz alles mischen und einfach vom Herd herunternehmen und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit bereiten wir unseren Belag vor. Dazu schlagen wir ein Ei, schlagen diese erstmal. Und dazu kommt ungefähr ein Glas Milch. Die genauen Mengenangaben stehen unter dem Video in der Beschreibung, und etwas Öl hinein, und alles wird jetzt gemixt. So, und unseren Filoteig mache ich jetzt auf. Hier habe ich ein Paket und darunter sind mehrere Blätter. Also das reicht eigentlich an Blättern. Was wir nehmen erstmal ein Stück Filoteig und noch ein Stück dazu. Also insgesamt immer zwei Stück Filoteig nehmen und darauf den Belag geben. Alles kurz ein bisschen mit Pinsel verteilen. Und dann kommt auch die Füllung hinein, und zwar in die untere in den unteren Drittel des Teigs, und dann rollen wir ganz dünn auf. So, dann rollen wir alles zu einer schönen langen Rolle und dann nochmal innen, also am Anfang müssen wir jetzt dieses machen, wie eine Schnecke formen wir innen und tun in die Mitte unseres Blechs, und dann nehmen wir wieder zwei Stück Filoteigs und das ganze Prozedere nochmal von vorne. Ich habe hier jetzt nur vergessen, mit Belag zu bepinseln. Natürlich müsst ihr mit Belag pinseln, aber eins dazwischen macht nicht so viel aus. Und dann kommt die Füllung nach dem Belag und schön rollen. Und dann wie eine Schnecke drumherum immer so weit rollen, bis die runde Form voll davon ist, von diesem Börek. So wird in der Türkei auch ganz üblich Börek zubereitet. Und nun ganz wichtig, wir müssen noch ein Stückchen Restbelag übrig haben. Wenn nicht, könnt ihr noch ein bisschen was zubereiten, und das kommt dann oben drauf, und das bepinseln wir dann oben auch. Nicht so viel, es soll nicht richtig nass werden, sondern einfach, damit es eine schöne Farbe ergibt. Und das kommt jetzt in den Ofen bei 200 Grad, circa 30 Minuten. So, und so einfach, und schon ist es fertig. So herrlich, und das wird sowas von knusprig. Ihr könnt natürlich auch statt Kürbis eine andere Füllung nehmen. Manchmal nehme ich auch Käse- und Petersilienfüllung. Manchmal nehme ich auch irgendwas anderes, also auch zum Beispiel Spinat und Käse, oder Spinat und Zwiebeln passen sehr gut dazu. Aber jetzt ist Kürbiszeit und ich wollte mit Kürbisfüllung machen. Also probiert wirklich mal diesen Börek. Das ist so, so, so lecker und geht einfach. Einfach nur mit Filoteigblättern, die man ja überall kaufen kann mittlerweile. So, ich hoffe, das Rezept hat euch jetzt inspiriert für ein Börek. Ihr könnt natürlich die Füllung auch anders machen, wie gesagt, als mit Kürbis. Aber Kürbis ist nochmal eine schöne extra Variante, finde ich.
Und ich lasse mir das erstmal schmecken. Und ja, meine Familie freut sich schon darauf. Und meistens trinken wir zu diesem Börek einen türkischen Tee. Lecker. Also zum Nachmachen empfohlen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.